ich dich kurz vorstellen. Genau. Daniel Frank-Boge hat hier diese wunderbare Artist Corner. Ich stelle mal hier hin. Im Rahmen der SPC Photo Awards. Genau, das sind diese 2 Meter Wand, die man als Fotograf quasi selber ganz genau so ausrichten kann, wie man das möchte. Man bringt seine eigenen Drucke mit und Daniel hat die eigenhändig hier aufgehängt am Donnerstag. Auf ich glaube es nicht. Kurz, das kurz oder knapp. Ja. Genau. Und ja, wie ihr schon seht, ich greife nichts vorweg. Es ist deine Show. Danke. Der Timer läuft. Moin. Erstmal finde ich es mega cool, hier zu sein. Dickes, fettes Danke an das Team vom Swiss Photo Club, dass ich das machen konnte. Auch sehr kurzfristig. Und ja, auch danke, dass ihr so eine tolle Veranstaltung generell organisiert und dass das so gut abläuft hier. Wie man unschwer sehen kann, ich bin im Action-Sport-Bereich unterwegs. Also ich bin Sportfotograf und das hauptsächlich im Bereich Wassersport. Sowas wie Windsurfen, Kiten und Wellenreiten. Und ja, meine Mission ist da so ein bisschen die Emotionen, Dynamik und Geschwindigkeit jeder Sportart irgendwie so ein bisschen zeigen zu können. Und ich hoffe, das gelingt mir manchmal ganz gut. ja, also ich bin ganz schön nervös tatsächlich. ja, ich greife einfach mal vor und schnapp mir die Bilder. Ich habe mir 3 rausgesucht, über die ich ein bisschen was erzählen möchte. Zum einen ist das einmal das hier unten in der, von dem Surfer in der Barrel. Seht ihr das da? Dann lassen wir es da. Das war nämlich ganz schön schwierig, die auszugleichen. für mich ist es ein ganz besonderes Bild. Das ist in Portugal entstanden, bei der World Surf League. Und für Surffotografen ist es meistens besser, im Wasser zu sein und in die Barrel rein zu fotografieren. Weil wenn man am Strand steht und dann Surfer zu fotografieren, sieht man meistens nur die Welle. Mein Ziel war es, den Typen zu erwischen, wie er da rausschießt, deswegen stand ich am Strand. Er hat es auch geschafft, auch wenn es auf dem Bild nicht danach aussieht. Und ich habe erst im Nachhinein gesehen, okay, man sieht den Typen da drin. Heißt also, das Wasser ist super klar, man sieht, dass der Surfer dort in der Barrel festhängt. Und für mich ist es ein super gelungenes Bild und es war eines der ersten Sportevents, die ich so fotografiert durfte. Und deswegen ist das für mich so ein ganz besonderes Bild auch. Meine Arbeitsweise ist ein bisschen so, ich versuche zu der Dynamik und Action, die da sowieso der Sport irgendwo mitbringt, so ein bisschen kreativ zu werden, damit man nicht auf so einem Sportevent einfach nur so eine Berichterstattung hat, sondern dass die Bilder halt auch einfach einen ästhetischen und kunstvollen Touch bekommen. Und ich glaube, das hier ist so ein bisschen das, was ich vermitteln möchte. Das ist ein Sportevent, das ist in St. Peter-Ording, das sind die Kitesurf-Master. Und normalerweise, also hier ist das Publikum und hier ist die Action auf dem Wasser. Und ich würde mal so ganz schwer behaupten, die meisten Fotografen würden sich da reinstellen und die Action fotografieren, vielleicht noch so ein bisschen die Crowd, die da vorne ist. Und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, man muss das auch irgendwie im Großen und Ganzen zeigen. Und deswegen bin ich einfach da weggelatscht und bin einfach zurückgegangen und habe geguckt, okay, kriege ich das irgendwie zusammen drauf? Und ich glaube, das Bild zeigt das eigentlich ganz gut, dieses Feeling einer Wassersportveranstaltung, die man meistens bei anderen Sportarten nicht so hat. Denn man kann direkt mit den Sportlern interagieren. Man ist kurz bevor die ins Wasser gehen, steht man neben denen und dann gehen die ins Wasser, machen ihre Tricks und kommen wieder raus. Und das hat man, wie gesagt, in kaum einer anderen Sportart. Und deswegen ist das für mich so was Besonderes. Das letzte Bild ist das oben in der Ecke. Ich mache das ganz, also Sportfotografie ist bei mir so, ich würde gerne auch alles machen. Ich habe auch irgendwie alles mal angefangen. Ich bin als kleiner Junge Motocross gefahren und war dann in den Bergen viel Freestyle-Skifahren und selbst auch im Surfen viel unterwegs. Leider hat der Tag nur 24 Stunden, die Woche nur 7 Tage und man kann einfach nicht alle Sportarten machen, wenn man dann noch zu irgendwie unzählige Sportequipments kaufen muss. Deswegen habe ich mir eine Kamera-Equipment zugelegt und kann so viele Sportarten mitnehmen, wie es eben geht. Und das obere Bild ist für mich ganz besonders, weil ich da auf diesem Grasbahnrennen bin ich groß geworden. Da bin ich mit meinem Minicrosser durch die Gegend gefahren und dieses Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, dort wieder fotografieren zu dürfen. Und das Ziel war eigentlich, den Fahrer scharf abzubilden. Wie ihr seht, der ist auch unscharf. So Mitzieher mag ich gerne. Der restliche vom Bild sollte tatsächlich so aussehen. Also der Mann, der da vorne filmt, der sollte unscharf sein und auch der Hintergrund.
Jetzt hat das nicht funktioniert, ich finde es aber trotzdem genial. Und da müsstet ihr vielleicht mal näher rangehen. Man sieht unter dem Motorradfahrer das Motorrad. Das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, das ist eine geschlossene Bande. Also ich weiß nicht so genau, woher dieses Motorrad kommt. Deswegen finde ich dieses Bild so besonders interessant, weil der Plan war, okay, wir machen ein cooles Foto mit Bezieher und all so Kram. Und es ist irgendwie cooler geworden, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ja, das ist so zu meiner Fotografie. Ein paar Sekunden habe ich noch. Meine andere Mission ist so ein bisschen, andere Fotografen zu inspirieren, zu motivieren, auch mal Dinge auszuprobieren, die jetzt nicht irgendwie auf einer Shootingliste stehen, halt unscharfe Bilder oder sonstiges. Und dazu habe ich einen YouTube-Kanal und da nehme ich alle möglichen Leute mit, die sich das anschauen wollen, auf meine Shootings. Also ich filme viel behind the scenes. Ich schaffe das noch. und gebe dann auch zur Action-Sport-Fotografie Tipps und Tricks und ja, versuche einfach da Mehrwert für eine großartige Community zu schaffen. Und ihr seid alle dazu eingeladen, da gerne mal vorbeizuschauen. Ja. Dankeschön. Doch noch den Faden gekriegt. Also ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich stehe ein bisschen erhöht. Also ich habe fotografiert von so einem kleinen Hügel aus, dann geht es so ein bisschen runter, dann kommt die Balustrade und dann kommt dieses Feld. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Belichtung, wo ich sie angefangen habe mitzuziehen, dass das Motorrad da vielleicht schon drauf war und es dann praktisch an der Stelle stehen geblieben ist, wo die Belichtung aufgehört hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ein Glücksgriff. Vielen Dank. Danke. Sehr schön. Ja, wir sind ja hier in der entsprechenden Runde. Ich frage einfach mal so rum. Wir haben